So, lieber Gerald, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Und zwar gerne mit der Frage, wie kommen wir in unsere Kraft? Weil ich für diese Frage gehe und diese Frage auch gerne aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Menschen beleuchten möchte und das aus deiner Sichtweise der Neurobiologie und aus deinen Tätigkeiten als Hirnforscher und mit welchen Initiativen und Potenzialentwicklungen du unterwegs bist, mir das ein sehr spannendes Feld erscheint, mit dir diese Frage zu erörtern und zu ergründen und dem nachzugehen, wie wir in unsere Kraft kommen. Ja, Sabine, es ist ja so, dass ich erstmal sehr froh bin, dass wir mal Gelegenheit haben, so ein Gespräch zu führen. Wir kennen uns ja schon einige Zeit und wir haben jetzt eine Zeit, in der es unglaublich viele Menschen gibt, die es dringend nötig hätten, in ihre eigene Kraft zurückzufinden, weil es solche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse gibt, die da auf uns zukommen, dass wir uns nur wünschen können, dass möglichst viele Menschen bei sich bleiben können und nicht wie die aufgescheuchten Hühner umherrennen, weil sie dann auch gerne immer denen hinterherrennen, die dann meinen, sie wüssten, wie es geht oder ihnen erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. Und jemand, der in seiner Kraft ist, der kann selbst entscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Und die Frage, wie man sozusagen in seine Kraft findet, hat sehr viel damit zu tun, dass wir ja eigentlich auf die Welt kommen und schon in unserer Kraft sind. Und dass wir da unterwegs Erfahrungen machen und zum Teil auch Lösungen finden für die Probleme, mit denen wir da konfrontiert sind, die dann so fest im Hirn verankert werden, dass wir dann häufig aus diesen einmal gefundenen Problemlösungsmustern nicht mehr rausfinden. Und da kannst du dir vorstellen, das ist, als ob man so beim Autofahren auf eine Autobahn gerät. Und dann kommst du oftmals, und das ist dann besonders gefährlich, sehr erfolgreich, sehr weit voran. Aber du bist nicht wirklich in deiner Kraft, weil du die ganzen Nebenstrecken und die Seitenstraßen und die Abfahrten verpennst, weil du immer irgendwo hin willst. Und jemand, der in seiner Kraft ist, der kann selbst entscheiden, wie schnell er fährt und wo er runterfährt und wo er sich nochmal was anderes anschaut. Und damit ahnst du schon, was das bedeutet. Hirntechnisch bedeutet das, dass du offen bist für das, was diese Welt an Reichtum bietet und dass du da eigentlich nie richtig satt werden kannst mit all deiner Entdeckerfreude und deiner Gestaltungslust, die du ja eigentlich mal mit auf die Welt gebracht hast. So, und wenn man jetzt fragt, gut, das ist uns allen ein bisschen so gegangen. Wir sind ja alle durch ein Elternhaus gegangen. Wir haben alle die Schule absolviert und haben uns anpassen müssen an die Erfordernisse. Manche sind dabei im Hamsterrad gelandet. Manche glauben, sie seien furchtbar erfolgreich unterwegs. Und erst dann, wenn sie dann ihren Herzinfarkt kriegen oder ihren Burnout, merken sie, dass das doch nicht ganz so das Richtige war. Und deshalb ist das eine Frage, mit der jeder Mensch irgendwann konfrontiert wird. Und die heißt, ist das Leben, was ich da führe, überhaupt das Leben, was ich führen möchte? Das ist eine spannende Frage. Und wenn du die wirklich beantworten kannst, dass du wirklich sagen kannst, ja, das ist das, was ich wollte, dann bist du in deiner Kraft. So, und jetzt können wir ein bisschen darüber nachdenken, wie das geht, wie man jemand wird, der nicht versucht, das Leben zu bewältigen, sondern der in diese spielerische Leichtigkeit findet, das Leben so anzunehmen, wie es ist und dann immer irgendwie was Positives daraus machen kann. Ja, das klingt auch sehr viel nach einer inneren Haltung und einer Bereitschaft, sich selbst reflektiert Fragen zu stellen und sich selbst auch reflektiert zu beobachten, um das, was uns ja entgegenschlägt von den anderen und von dem, was sie da tun und wie sie sich verhalten, das ist ja sehr vordergründig. Da denkt man ja, das ist der andere Mensch. Aber das ist ja nur Ausdruck einer bestimmten Haltung, einer inneren Überzeugung, zu der sie gelangt sind und die ihnen bisher geholfen hat, im Leben sich einigermaßen durchzusetzen und nicht unterzugehen. Und diese Haltungen, die erwirbt man aufgrund der Erfahrungen, die man unterwegs macht,
bei der Bewältigung all der vielen unterschiedlichen Probleme, die man da so hat. Und das kann passieren, dass man schon in der Kindheit eine bestimmte Erfahrung immer wieder machen muss oder machen muss. Und dass man dafür dann eine Lösung findet. Also nehmen wir so ein einfaches Beispiel, damit es konkret wird. Ich könnte sein, dass ich bei einer Mutter aufgewachsen bin, die also sehr ordnungsliebend war und die mir immer signalisiert hat, dass ich erst dann richtig von ihr geliebt werde, wenn ich auch immer schön mein Zimmer aufräume. Da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Also wenn ich hänge ja an dieser Mutter und ich möchte auch von der gesehen werden und schon bemühe ich mich so zu werden, wie die das möchte. Und das Ergebnis kann dann so eine Autobahn sein, die in meinem Hirn entsteht und mit der ich den Rest des Lebens rumlaufe und die zwingt mich dann ständig immer alles aufzuräumen. So, dann habe ich da so einen Schreibtisch, wo alles gut sortiert ist und sobald irgendeiner kommt und was durcheinander bringt, kriege ich einen Tobsuchtsanfall. Und da bin ich natürlich nicht in meiner Kraft, sondern ich bin ein Opfer der in meinem Hirn entstandenen Lösung und der daraus erwachsenen inneren Einstellung und Haltung. Und das kann man jetzt auf ganz viele Bereiche übertragen. Also es gibt auch welche, die auf die Idee kommen, sie müssten, weil sie nicht richtig das Gefühl haben, so geliebt zu werden, wie sie sind. Sie müssten sich immer bemerkbar machen, damit sie endlich gesehen werden. Und dann sind das solche, die immer zu versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, die immer das erste Wort führen und die immer irgendwie versuchen, anderen zu sagen, wo es lang geht. Das ist furchtbar unangenehm. Die selber merken das nicht. Aber davon gibt es sehr, sehr viele. Und das war dann eben deren Strategie. Und mit diesem Problem umzugehen und die Lösung ist dann auch wieder fest im Hirn verankert. Und das ist ziemlich schwer, so etwas, was man sich selbst ins Hirn gebaut hat, als Lösung dann später wieder aufzugeben, weil man ja die ganze Zeit damit irgendwie zurechtgekommen ist. Und deshalb ist es dann auch so schwer, so einmal gewonnene Überzeugungen und angeeignete innere Haltung, auch zum Teil solche bestimmten Vorstellungen, die man hat, wie es zu sein hat, wieder aufzulösen im Hirn. Vielen gelingt das leider nicht, sondern die müssen dann irgendwo an einen Punkt kommen, wo sie auf meist eine katastrophale Art und Weise scheitern. Dann kann es passieren, dass sie im Scheitern wieder Kontakt finden und in Kontakt kommen mit diesen inneren Anteilen, die sie da verdrängt und unterdrückt haben. Also eigentlich ist das ihre ganze Lebendigkeit, ihre Sinnlichkeit, ihre Erotik, ihr Körpergefühl, ihre Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust. Das ist ja alles beim Versuch in dieser Welt einigermaßen gut zu funktionieren unterdrückt worden. Und wenn man da wieder Kontakt bekommt in so einer schweren Krisensituation und merkt, da gibt es noch was in mir, was lebendig ist, dann kann das bisweilen für manche Menschen so bezaubernd und attraktiv sein, dass sie sagen, okay, Schluss, ich hänge das alles am Nagel und führe das Leben, was ich eigentlich führen möchte. Und dann ändern, das kann man gar nicht ändern nennen, das ist eine Verwandlung, die dann stattfindet. Die sind dann meistens nicht wiederzuerkennen. Es ist kein ewiger Prozess, an dem man ewig üben muss, sondern das ist eine Entscheidung, die man da irgendwann mal trifft, wenn es dick genug gekommen ist. Und diese Verwandlung führt natürlich dazu, dass man jetzt so anders, wie man jetzt ist, nicht mehr in die alten Muster reinpasst. Das kann sein, dass das nicht mehr in die Familie passt, in die Arbeitswelt, wo man unterwegs ist, mit den Freunden und Kollegen. Kann sein, dass man da auch nicht mehr zurechtkommt. Das schöne Beispiel ist das, was es immer so in den Zeitungen zu lesen gibt. Erst war er erfolgreicher Unternehmer, dann hat er einen Burnout gehabt und anschließend ist er Bienenzüchter geworden. Da kann man sich so ein bisschen ausrechnen, wie anders dieser Mensch geworden ist. Und davor haben viele Leute dann auch Angst, weil das bedeutet ja loslassen. Da muss man sich ja von vielen trennen und das verunsichert und da brauchst du wirklich diese innere Stärke. Und jetzt kommen wir eigentlich dahin, dass wir auch verstehen, diese innere Stärke ist es, die dich dann in die Lage versetzt, dich wieder mit den, nennen wir es mal, lebendigen Anteilen in dir zu verbinden. Und ich glaube, dass es so ist, dass wenn Kinder relativ lange Gelegenheit hatten und unter Bedingungen groß geworden sind, wo sie nicht allzu sehr versuchen mussten, den Vorstellungen ihrer Eltern und später irgendwelcher Erziehungspersonen
gerecht zu werden, wenn die also sehr lange sich selbst frei und unbekümmert und spielerisch ausprobieren durften, dann ist das so ein ziemlich festes Fundament an innerer Kraft, weil die haben dann sowas wie ein Gefühl, dass sie das hinkriegen. Und dann haben die auch nicht so viel Angst, dass irgendwie mal was schief geht, weil sie aus ihrer bisherigen Erfahrung eben gemerkt haben, am Ende, wenn man dann nochmal zurücktritt und es vielleicht auf eine andere Weise versucht, geht es dann doch irgendwie. Und neurobiologisch heißt das, es geht nicht darum, im Leben einen Weg zu finden, den man dann benutzen kann, um bis ans Lebensende da drauf rumzulatschen, sondern es geht eigentlich darum, eine Vielfalt an Lösungen für unterschiedlichste Probleme zu finden, die alle auch immer wieder neu und etwas anders sind, weil sie ja immer zu dieser betreffenden Problematik passen müssen, mit der man gerade konfrontiert ist. Und wenn es einem solchen Menschen gelingt, dass er immer wieder die Erfahrung machen darf, dass er doch immer wieder in der Lage war, die auf ihn hereinprasselten Probleme auf eine positive Art und Weise zu lösen, dann entwickelt er so etwas wie eine innere Überzeugung, dass er jemand ist, der, was immer jetzt auch kommen mag, es auch hinkriegt. Und das heißt neurobiologisch, dafür haben wir gar keine richtigen Begriffe, also das ist, aus meiner Sicht ist das das, was einen Menschen wirklich glücklich macht, nämlich nicht der Zustand, dass ich jetzt gerade mal im Glück angekommen bin, sondern das Wissen, dass ich jemand bin, der sich selbst immer wieder in Situationen bringt, wo das Glück kommt und wo es einem zufällt. Und neurobiologisch würde das heißen, wofür wir da gar kein Wort haben, Kohärenz, Wiederherstellungskompetenzgefühl. Ja, das ist ein super Begriff. Ich sage auch absichtlich so langsam, weil man es sowieso kaum aussprechen kann. Was es heißt, ist, es gibt immer wieder Inkohärenzen, also Zustände im Hirn, wo etwas nicht passt. Dann muss man eine Lösung finden, es wieder passend zu machen. Und wenn man sehr viele unterschiedliche Situationen erlebt hat, wo etwas nicht gepasst hat und man dann immer wieder gemerkt hat, dass man es auf die eine oder andere Weise wieder kohärent gekriegt hat, so dass es passt, dann entsteht daraus so eine innere Überzeugung, dass man so einer ist, der das kann. Und diese Leute haben keine Angst mehr vor irgendwelchen Dingen, die auf sie zukommen. Die sagen, wenn wieder ein Problem da ist, herzlich willkommen, liebes Problem, auch an dir werde ich weiter wachsen. So, und da merkst du, das ist ein anderes Lebensgefühl, als ob man, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist, dann dasteht und mit zitternden Knien vor dem Problem steht und nicht weiß, wie man es bewältigen soll. Und der Hintergrund nur noch dann schnell dazu, das kann man natürlich nur lernen, wenn man genügend Probleme hat. Eine Hommage an Probleme. Ja, ja, und das passt nicht in unsere Gesellschaft, weil hier wird uns ja ständig eingeredet, wir müssten das alle schön bequem haben und Eltern versuchen dann oft sogar ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg zu räumen, mit dem Ergebnis, dass die gar keine Chance haben zu lernen, wie es geht. Und wie soll man laufen lernen, wenn die Steine alle weggeräumt werden? Dann kann ich am Ende nur auf einer geraden Straße laufen. Und deshalb, liebe Eltern, haut den Kindern möglichst viele Probleme vor die Füße, aber bitte nur solche, die die lösen können, weil genauso schlimm wie gar keine Probleme zu haben, ist es, Probleme zu haben und mit Problemen konfrontiert zu werden, die man als Kind einfach nicht lösen kann. Mhm. Zum Beispiel den Lebensunmut der Eltern, die Unzufriedenheit der Eltern, diesen ständigen Tratsch und diese Konflikte, die da miteinander austragen. Das ist etwas, was jedes Kind überfordert und dann gibt es auf. Ja, und viele Kinder fangen dann an, sich selbst dafür zu hassen, dass sie nicht in der Lage sind, weil sie Mama und Papa doch so lieb haben, denen zu helfen. So, dann zweifeln die an sich selbst. Ergebnis ist dann am Ende irgend sowas wie selbstverletzendes Verhalten oder eine Essstörung oder was auch immer das sein mag. Es ist jedenfalls furchtbar. Und deshalb lieber ständig kleine Probleme machen. Und dazu gehört dann eben auch, dass man immer wieder auch dieses kleine Wunderwörtchen Nein verwendet. Dass man sagt, nee, das geht hier nicht. Und das möchte ich jetzt nicht. Und dann muss das Kind sich überlegen, wie es das irgendwie anders anfangen kann. Und schon hat es wieder eine neue Problembewältigungsstrategie gelernt. So geht's. Was mir jetzt einfällt bei dem Wort, wo du vorhin Autobahn gesagt hast, im Gehirn, ne? Und
dass es darum geht, wieder weit zu werden und vielleicht auch die kleineren Wege anzunehmen. Ne? Des Weiteren habe ich mitgenommen, dass es auch ganz wichtig ist, sich selber zu spüren. Also seinen Körper, seine Gefühle, seine Empfindungen überhaupt, um überhaupt spüren zu können, wann bin ich lebendig, wann bin ich nicht lebendig. Und eine gute Freundin hat mir letzt gesagt, ja, stell's dir vor wie bei einer Wanderung. Möchtest du da auf der breiten, asphaltierten Straße laufen? Oder macht es viel mehr Spaß, quer durch den Wald zu laufen, wo man vielleicht mal im Unterholz stecken bleibt oder einen Weg geht, wo man wieder ein Stück zurück muss oder über einen Stein oder über Hindernisse, aber mal die Möglichkeit hat, an den Bach zu kommen, einem Fuchs zu begegnen und viel spannendere Dinge erleben kann, vielleicht Bären am Wegesrand finden kann. Und ja, aber da hast du ja schon auch einen Weg in die Lebendigkeit. Oder es wäre auch eine Möglichkeit, sag ich mal, sich selbst ein Umfeld zu schaffen, wo man sich erproben kann, mit kleineren Problemen umzugehen und seine Lebendigkeit wieder zu entdecken. Ne? Ja, prinzipiell ist das vollkommen richtig, aber du hast es ja schon ein bisschen gesagt, dass diese Vorstellung, dass es toll sein könnte, querfeldein zu gehen und dort möglicherweise ganz viel zu entdecken, die kann nur jemand haben, der schon oft mal querfeldein gegangen ist und was entdeckt hat. Und derjenige, der das nie gemacht hat und immer auf der Straße lang gelatscht ist, der kann das nicht glauben, dass das neben dem Weg viel schöner ist. Und deshalb ist es so schwer, jemanden dazu zu überreden, etwas zu tun, wovon man selbst genau weiß, dass es einem hilft. Also es gibt viele Menschen, die meditieren. Mhm. Und das ist ja auch was einen innerlich stärkt. Aber es gibt auch ganz viele, denen kannst du sonst was für schöne Geschichten da erzählen, wie gut das Meditieren ist, die gehen da nicht ran. Die haben keinen Bezug dazu. Die kommen da nicht rein. Die wollen es im Innersten auch nicht. Glauben nicht dran. Es entspricht nicht ihrer Erfahrung. Sie hatten wahrscheinlich nie in ihrem Leben mal diese Momente erlebt, wo sie durch innere Ruhe plötzlich wieder in die Kraft kommen. Sind immer gehetzt, umhergehetzt von einer Problemlösung zur nächsten oder von einem Erfolg zum nächsten. Und da kann das gut passieren. Ja, es gibt einen Königsweg. Also wir haben ja gesagt, das eine, wie man dann Menschen manchmal beobachten kann, dass sie sich grundlegend verwandeln, ist der totale Zusammenbruch. Katharsis, aus der Krise heraus kommt plötzlich ein anderer wieder raus. Der andere, den finde ich schon etwas angenehmer, ich nenne das immer gerne Sternstunde, das ist also, wenn dir etwas begegnet, wo du auf die Knie fällst und vor Rührung weinst, weil das einfach dich wieder mit dir selbst verbindet. Kann ein Baum sein im Wald oder ein Film oder du liest ein Buch und dann musst du es weglesen, weil du nicht weiterlesen kannst, weil dir dieses, was du da gerade gelesen hast, zeigt, dass du einfach ganz weit weg von dir gelandet bist und dich halt verloren hast in der Welt. Und da gibt es auch ein paar, die dann sagen, nee, mach ich nicht mehr. Die beschließen in diesem Moment, dass sie anders unterwegs sein wollen. Und das Dritte, was vielleicht das Einfachste ist und aber genauso gut funktioniert und wo man auch nicht warten muss, bis man endlich zusammenbricht oder bis man mal eine Sternstunde hat, das ist, man kann, das hast du eben ja schon mit anderen Worten gesagt, man kann auch versuchen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Also immer wieder Gelegenheit zu schaffen, wo man etwas erlebt, was einem gut tut. Und das ist total simpel. Also da musst du ja nicht die großen Sachen gleich anfangen, sondern das reicht ja schon, wenn du abends beim Fernsehgucken dich mal fragst, ob dir das jetzt gut tut, diesen blöden Krimi auch mal anzugucken oder diese bescheuerte Diskussionsveranstaltung. Ausschalten und dann mal gucken, was passiert und plötzlich hast du den ganzen Abend wieder frei, kannst dir überlegen, was du mit diesem wunderbar gewonnenen Abend eigentlich anfangen kannst. Machst die Erfahrung, dass das eigentlich ganz großartig ist, dass du wieder Gestalter deines eigenen Abends zumindest erstmal bist. Und du verbindest dich auf diese Weise mit deinen wahrhaftigen Bedürfnissen, weil du musst ja, damit du liebevoll zu dir selbst sein kannst, in dich reinspüren und dich selbst fragen, was dir denn eigentlich gut tut oder gut täte und was dir fehlt. Und dann kriegst du Zugang zu dir selbst und spürst dann eben auch schon, bevor du sozusagen auf dem Totenbett liegst, dass es dann noch eine ganze Menge Dinge im Leben gibt, die man anders machen könnte. Es ist ja bezeichnend, dass es so Untersuchungen gibt, wenn Leute so am Sterben sind, dass man, hat man die nochmal gefragt, was würdest du denn anders machen? Und dann kommt es alles. Ich hätte besser auf mich achten sollen. Ich hätte meine Liebsten
mich mehr um meine Liebsten kümmern sollen, um meine Kinder, oder ich hätte auch mehr das machen sollen, was ich eigentlich wirklich gerne mache. Ich hätte mich um was kümmern können, außer um mich selbst. Und so eine Sachen kriegst du dann alle auf einmal. Und da sage ich immer, da muss man doch nicht warten, bis man auf dem Totenbett liegt. Das kann man doch jetzt schon anfangen. Ja, ich denke, da ist auch die spannende Frage, sich auch bei manchen Bedürfnissen oder Wünschen zu fragen, die dahinterliegende Frage, was will ich eigentlich wirklich oder was brauche ich wirklich? Ne? Weil manchmal ist ja ein Gefühl auch nur vordergründig und man sieht das Eigentliche auf den ersten Blick gar noch nicht sofort. Das ist richtig und das ist in unserer heutigen Gesellschaft auch weit verbreitet, wenn du Leute fragst, du wünschst dir doch mal was und was möchtest du denn gern? Dann hört man sowas wie Lottogewinn oder Kreuzfahrt oder der nächste Urlaub oder irgend sowas. Ein tolles Auto, schönes Haus. Das sind alles, ich nenne das immer gerne Ersatzbefriedigungsvorstellungen. Weil hinter der Kreuzfahrt, da muss man weiterfragen, muss man sagen, und warum Kreuzfahrt? Warum Kreuzfahrt? Und dann sagen die, ja, weil das könnte ja sein, dass ich dort jemanden kennenlerne. Ja, und es könnte auch sein, dass es meinen Horizont erweitert. Also da ist das Bedürfnis nach Entdeckerfreude da. Deshalb will man mal irgendwie raus. Und es ist auch das Bedürfnis, da mit anderen zusammen zu sein und mit anderen gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Also geht es nur um diese zwei Grundbedürfnisse. Und dann heißt die Frage, sag mal, musst du da wirklich so einen Haufen Geld ausgeben und eine Kreuzfahrt machen? Könntest du da auch mit drei Freundinnen im Wald mal ein paar Tage wandern gehen? Und dann ist es ja eigentlich vielleicht sogar viel schöner, weil die Freundin kennst du schon und bist sicher, dass du dich mit ihnen verstehst. Und so kann man das dann auch hinterfragen, was für andere Antworten angeht, also das schöne Haus. Ja. Warum das schöne Haus? Was steckt denn da dahinter? Und dann heißt es immer, ja, dann habe ich es schön bequem und dann habe ich es so gut. Und dann heißt die Frage, ja, aber guckt euch mal die Leute an, die alle in schönen Häusern leben, sind die wirklich glücklicher als diejenigen, die in einer armen kleinen Hütte wohnen und miteinander zurechtkommen? Ist es nicht so, dass diejenigen, die gerade in den Medien so hoch gepriesen werden als die großen Vorbilder, weil sie sich alles leisten können und weil sie so erfolgreich sind, ist es nicht so, dass die eigentlich auch dann immer wieder diejenigen sind, deren Partnerschaften nicht funktionieren, wo die Kinder nicht gut groß werden, wo eigentlich das Leben nicht gelingt und wo sie dann am Ende, wenn dann die große Bühne, auf der sie ihre Vorführungen verbracht haben, auf einmal nicht mehr so funktioniert, wo sie dann auch noch drogensüchtig oder alkoholabhängig werden. Das ist doch nicht das, was man wirklich wollen kann. Und deshalb überleg dir das nochmal mit dem Haus und auch das mit dem großen Auto. Warum eigentlich? Und dann müssten die zugeben, dass sie auch ein bisschen bewundert werden wollen und dass sie es auch mögen, wenn das andere so ein bisschen neidisch gucken. Und dann muss man fragen, aber warum brauchst du denn diese Anerkennung von den anderen? Und dann kommt raus, in Wirklichkeit wünschen sie sich Verbundenheit und wollen dazugehören. Aber weil sie das nie gefunden haben, haben sie den Weg gewählt, sich Anerkennung zu verschaffen durch Reichtümer und das Zurschaustellen von Besitztümern oder aber auch indem sie Einfluss und Macht als Führungskräfte über andere gewonnen haben. Glücklich macht das nicht. Aber es ist eben in unserer Gesellschaft sehr verbreitet und es ist nicht etwas, was die Leute wirklich stark macht. Die sehen immer stark aus. Mhm. Wenn du wirklich wissen willst, ob ein Mensch stark ist, dann kriegst du das am leichtesten raus, wenn es um einen Konflikt geht, den der mit jemand hat. Weil da jetzt, wenn es wirklich einen Konflikt gibt, also nehmen wir so etwas Einfaches wie diejenigen, die die Impfungen oder das Maskenaufsetzen in dieser Corona-Zeit alle befürwortet haben und diejenigen, die das abgelehnt haben. So ein Konflikt ist ja überhaupt nicht lösbar, weil die Positionen sind vollkommen auseinander und trotzdem muss man sagen, irgendwann werden wir wieder aufeinander zugehen müssen und dann heißt die Frage, wer geht denn da, wer hat denn die Kraft, auf den anderen zuzugehen? Und da heißt die Antwort, es ist der Stärkere. Und der Stärkere ist meistens nicht derjenige, der davon überzeugt ist, dass er absolut recht hat, sondern das ist derjenige, der am meisten bei sich ist, der in sich ruht und es nicht nötig hat, sich mit seiner Überzeugung über den anderen hinwegzusetzen. Das ist schön eigentlich. Also es ist auch gut gemacht.